Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einer weiteren Runde Total War Warhammer 2 live. Und in dieser Runde gehen wir mit einer Armee der Dunkelelfen in die Schlacht, die mehr oder weniger von Markul und außerdem noch, Moment, wie war der Name nochmal? Genau, von Jojo gewünscht worden war, nämlich eine Armee, die nur aus Fernkämpfern besteht. Und das tut sie. Dunkelelfen und nur Fernkämpfer. Mit dem einzigen Unterschied vielleicht diese Zauberin hier, die ist nicht... Naja, die ist eigentlich Fernkämpferin, weil sie benutzt Magie und will nicht in den Nahkampf gehen. Deswegen denke ich mal, das zählt. Unser Gegner hat genauso viele Truppen wie wir im Kampf und wir haben eine riesige Armee aus, nun ja, Fernkämpfern dabei. Wir haben eine ganze Menge Schatten, ganz normale Schatten, weil Panzerbrechenden Schaden brauchen wir hier nicht unbedingt im Nahkampf, deswegen geht das. Wir haben eine Menge schwarze Reiter dabei und tatsächlich auch eine Artillerie in Form der Schnitterspeerschleuder. Die stellen wir auf mehrfach Schuss. Und naja, wir hoffen, die machen maximalen Schaden bei unseren Gegnern. Wir stellen sie so auf, hier so ein bisschen am Wald, sodass, wenn sich Gegner annähern, sie sofort von diesen zwei Dark Shards, den Dunkeldornen, beschossen werden, dass deren Leibgarde ist. Puh, also im besten Fall wird das ein sehr, sehr knappes Spiel, denke ich mal. Wir haben eine ganze Reihe von berittenen Armbrustschützen, schwarzen Reitern nämlich. Mal sehen, ob die sich finanziell auszahlen werden. Ich packe sie lieber in eine Gruppe. Gruppe 3, na komm. So. Deren Aufgabe ist es, ich schicke sie mal von der rechten Seite auf unseren Gegner zu. Wir können sie sogar in Vorhut platzieren. Zu dritt können die vielleicht sogar einiges erreichen. Ich bin gespannt. Wir haben dann unseren Schreckenfürst. Der ist, ich hoffe, ich habe ihn nicht vergessen, auf ein Pferd zu setzen. Okay, er hat ein Pferd dabei. Gut. Der kann auch mit hier irgendwo auf der Seite helfen. Unsere Zauberin kommt hier in den Wald. Und was machen wir mit dem Kram? Ich weiß nicht so genau. Packen wir sie mal irgendwo hier hin. Ich denke, das ist okay. So. Ihr seid Gruppe 2. Und die Jungs hier kommen dahin und hoffen wir mal, dass das gut geht. Sieh mal an, wir haben schon ein paar Gegner direkt vor unserer Nase. Und wir fangen an, hier rüber zu schießen. Okay. Wir wollen nicht von unserem Gegner getroffen werden, aber hier auf der einen Seite klappt es schon mal ganz gut, unseren Gegner ein bisschen zu ärgern. Und der Rest unserer Kavallerie macht die Fliege. Wir wollen nicht zerschossen werden von unserem Gegner. Hier schießen, gehen wir ein bisschen vor, um auf unsere Gegner zu schießen. Und hier hauen wir ab. Das erste gegnerische Regiment ist ausgeschaltet. Das ist schon mal gut. Wir müssen hier auf der Hut bleiben, dass das alles gut klappt. Von der anderen Seite bewegen wir uns langsam nach vorne. So, da kommt er. Da kommt unser Gegner. Und wir können jeden Moment unser Feuer öffnen. Gut. Mit dem gehen wir weiter in diese Richtung und versuchen, ihn ein bisschen auf Trab zu halten. Ihr geht hier rüber. So, und ihr kommt hierher. So. Die Jungs kommen hier auf die rechte Seite. Und sobald sich unser Gegner hier ein bisschen nach vorne öffnet, nehmen wir unsere Jungs nach vorn. Und dann schießen wir ihn von der rechten und von der linken Seite gleichzeitig kaputt, sodass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Das Regiment kann ich hier hin, die können dahin. Keine Ahnung, was er hier vorhat. Will er wirklich vor uns zu kämpfen? Möglich. Sieht gerade tatsächlich so aus. Das ist ziemlich gewagt. Gucken die gerade in die falsche Richtung? Die gucken gerade in die falsche Richtung. Das soll mir nur recht sein. Oh, da muss er echt aufpassen, was er da macht. Mit den Jungen. Die Shades beginnen hier drauf umzuschießen. Ihr haut lieber wieder ab. Ihr haut auch wieder ab. Ihr wollt euch hier nicht kaputt schießen lassen. Ihr schießt hier drauf. Und er landet, ist der wahnsinnig? Kommt, schießt. Schießt. End them.
Mal sehen, ob er aufpasst. Oh, sein Held ist kaputt. Sein Held, sein General ist kaputt. Den lassen wir nicht entkommen. Und er ist weg. Und er ist weg. Ihr geht raus hier aus der Reichweite unserer Gegner. Wir haben hier eines seiner extrem teuren Regimenter ausgeschaltet. Boah, das tut weh. Den müssen wir nicht mehr hinterherlaufen. Jetzt können wir mit unserer Armee vorwärts gehen. Ah, nein, nein, wir wollen hier nicht getroffen werden. Das wäre unnötig. Aber wir könnten diese Seegatte von Lothern kaputt schießen. Beziehungsweise wir können hier mit unseren Schatten einfach in den Nahkampf gehen. Wir sind zwar Fernkämpfer, aber die sind auch im Nahkampf sehr gut. So, ihr geht vor, ihr geht vor. Der General, den können wir weiter hinterherlaufen. Und wo ist unsere Speerschleuder? Ist sie kaputt? Sieht aus, als wäre sie kaputt gegangen. Schade eigentlich. So, jetzt gehen wir hier nach vorne und fangen an, auf alles zu schießen, was nicht nied- und nagelfest ist. Hier greifen wir an. Hier laufen wir weiter weg. Hier schießen wir überall drauf. Und ihr lauft weiter. Ich schieße mal auf die Jungs hier. Ich denke, die haben es verdient, kaputt geschossen zu werden. Und damit sollten wir eigentlich so gut wie durch sein. Du musst noch gar nicht mal richtig zaubern. Na gut, die opfer ich mal. Lass sie hier durch die Gegend laufen. Und ihr lauft rein, versucht die kaputt zu machen. Ihr schießt hier rein. Und wie wär's mit einem Zauberspruch? Ich habe das Gefühl, mein Gegner ist total überfordert. Ja, das war ein bisschen fies. Aber okay. So kann es eben passieren. So kann es eben passieren. Ihr schießt hier rauf, ihr geht hier in den Nahkampf. Lenkt die mal ein bisschen ab, damit die nichts mehr tun. Speerschleuder geht hier rüber. Ein weiterer Schuss. Machen wir die mal hier in diese Speerträger. Das sollte mit Ende eventuell richtig wehtun. Oh nein, jetzt umgedreht. Nehmen wir nur ein paar von ihnen mit. Schade. Aber ist nicht so wichtig. Unsere Schatten sind auf jeden Fall deutlich bessere Kämpfer als seine Speerkämpfer. Deswegen schießen wir die jetzt eben innerhalb von wenigen Sekunden. Wir schlagen sie innerhalb von wenigen Sekunden kaputt. Und damit waren das die. Ich will nicht, dass sie zurückkommen, deswegen greife ich jetzt nochmal weiter an. Und die laufen denen hinterher. Die schießen hier drauf. Gehen wir da drauf. Ist jetzt nicht wirklich notwendig, dieses ganze Ding. Ihr geht bitte in Plankel-Modus und macht die Fliege. Und das war das GG. Okay. So, damit wieder ein Zuschauerwunsch erfüllt. Herzlichen Dank. Das sollte das letzte Video sein, das rauskommt mit den Inhalten vor dem Patch. Vor dem Grofkönige-Patch. Der sollte wahrscheinlich heute, wenn das Video online geht, auch... der sollte heute online gehen. Tut mir so ein bisschen... Oh nein, brauche ich speichern. Ist aber das letzte Spiel vor dem Patch. Der kommt heute raus, nehme ich an. Es müsste Dienstag sein. Ich habe es jetzt am Sonntag aufgenommen. Unser Gegner war offensichtlich ziemlich überfordert mit der Armee, die wir hier mitgebracht haben. Was mich ein bisschen wundert, er hatte 1000 Stunden Warhammer 1 Erfahrung, aber er war sehr passiv. Und das hat ihm letzten Endes bei dieser Armeekomposition eindeutig das Spiel gekostet. Er war ein bisschen unvorsichtig, dass er seinen Fürsten hier ganz am Anfang verloren hat. Das war wirklich unnötig, das zu machen. Das am Anfang mit den Bogenschützen der Illyrianischen Glänzreiter war ein bisschen... war ein bisschen unglücklich für ihn. Aber mit der Armee muss ich sagen, das war einfach, hatte einfach gar keine Chance gegen diese Fernkampfarmee. Die hatten diese Dunkelelfen haben mit ihrem Fernkampf, ihren Dunkeldorn, so einen lächerlich hohen Schadensoutput. Boah, wenn man da nicht konzentriert mit allen Einheiten auf jede dieser Dunkeldornen geht, dann hat man da eigentlich gar keine Chance. Hätte das machen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Nahkampfeinheiten, 1, 2, 3, 4, 5, forget it. Hätte die gar nicht mal alle binden können. Und das war mehr oder weniger auch sein Ende.
tut mir ein bisschen leid, aber Jojo und The Markool, ich mache euch für dieses Spiel verantwortlich. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.